Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Wir wollten jetzt hier den Ordinator anquatschen, den sexy Ordinator. Sexy, sexy. Ah, gerade rechtzeitig. Die heilige Herrin hat uns gebeten, nach euch Ausschau zu halten. Ja, mir wurde gesagt, ihr hättet eine Botschaft für mich. In der Tat. Die heilige Herrin will euch wissen lassen, dass sie nicht alles Ungeziefer ausmerzen konnte, das ihr in der Kanalisation aufgestöbert habt. Aha. Kleine Armee, die flüchten konnte, treiben die noch ihr Unwesen oder wie oder was? So glaubt es Almalexia. Mir wurde aufgetragen, euch die Dankbarkeit des Tribunals zu übermitteln und euch darüber zu informieren, dass die heilige Herrin noch immer eure Dienste benötigt. Alles klar. Und noch eine Sache. Die heilige Herrin wünscht, mit euch zu sprechen. Persönlich. Sie erwartet eure Anwesenheit. Bitte geht sofort in den Tempel. Weiß sie, wo die Leitgeborenen angreifen wollen? Die heilige Herrin teilt nicht alle ihre Geheimnisse mit denen, die ihr dienen. Doch soweit ich weiß, hat noch kein Angriff innerhalb der Stadtmauern stattgefunden. Was erzählt ihr mir nicht? Uns wurde befohlen, das volle Ausmaß der Situation nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Um Panik zu vermeiden, wisst ihr? Die Herrin ruft euch. Geht. Ich bin auf dem Wege. Wo sind die Herren? Jetzt mal hier nochmal. Sprich mit den Gildenmeistern. Alle Farben. Ja, gut. Sprich nochmal mit dem Mäuschen. Oder. Wo ist denn hier der komische. Der oben. Wir fahren jetzt mal nach Damons Wacht. Und jeden in der Maya-Gilde, damit wir überreden können. Da brauchen wir hier nicht mehr groß scheiß Quest machen hier, rummachen, ne? Einfach rein, rums, bums, überreden, fertig, Gaul, ein bisschen Gas hier. Chica, chaka, chica. So. Hallo. Ich möchte nach Davons Wacht. Ja, bitte. Danke. Der schöne Arschberg, wie ich ihn doch vermisst habe, den Arschberg. Arschberg. Na los, gib ein bisschen Gas. Da haben wir nicht den ganzen Tag Zeit. Da sind wir ja schon. Gaul. Hier treibt sich fast gar kein Online-Spieler mehr rum. Soll's. Oh, wie abgestiegen. Was stimmt denn hier nicht? Was ist los mit meinem Ping? Der ist doch gar nicht so hoch. Liegt der nur bei 100? Meine Latenz. Ah, ja, kann man nie. Akademie und Akatosch. So, Magiergilde. Open. Guck mal an hier, gar kein angesprochen. Das wusste. Ehre für euch, Sera. Willkommen in der Gildenhalle der Magier. Wir machen das jetzt schnell, zack, auf Quatsche. Es ist immer eine. Ausgezeichnet. Oh, das war die erste Quest. Klasse. So, was haben wir hier noch? Es gibt noch viel. Ein Fest. Das versucht? Ja. Aha. Ich mache jetzt ganz schnell hier durch. Sobald ihr bereit seid, könnt ihr mich an der Feuerstelle finden. Alles klar. Zack, zack, bam. Um mal runterspringen. Ich will in sein Herz. Ja, komm. Zähle nicht. Einmal erwische ich den. Wir wollen doch nur die Fähigkeit haben, überreden. Dafür mache ich das jetzt hier im Schnelldurchgang. Quatsch mich nicht voll hier. Zack, zack, zack. Bam. Ah. Viel Schwerter weg, Junge. Zack, da ist er doch. Habe ich einen Punkt? Nein, aber bald. Aber dann kann ich hier Gilde, Magiergilde und hier unten überzeugen. Überzeugender Wille, dann kann ich es überreden. Ja, das würde genau die. Was willst du von mir? Was kann ich für euch tun? Bla bla bla. Wir sind. Ja, was ihr meint. Ich weiß es nicht. Schick. Ach was. Wenn nicht. Ach, er heilt mich. Ich dachte gerade, was ist die ganze Zeit los? Der heilt mich nur, der Lump. Was haben wir hier? Truhe durchsuchen. Rezept für Weinbrand.
Weinbraten, ne? Hau dir rein, die Figur. Soll's. Noch irgendwas hier? Höher. Hier in dem Haus geht's nicht höher. Alles klar, so, jetzt können wir erstmal zurück. Was haben wir die Links überreden? Das ist doch erstmal super. Gaul, komm wieder. So, hat auch nur 6 Minuten gedauert. Scheiße, sorry für die Zeitverplemperung. Das tut mir echt wahnsinnig, mega wahnsinnig leid. Mega mäßig, zack, zack, und hier geht's weiter. Aber wir können auch erstmal... Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir nochmal eine Zuflucht oder was. Da können wir auch mal weiter questen in der Zuflucht. Das ist auch mal eine gute Idee. Dann gehen wir einmal zur Zuflucht. Mit dem Propheten quatschen. Der Prophet, ne? Zack, zack, hier rum. Rum ums Eck. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ziemlich langsam, was angeht. Aber ich mache doch fast jeden Tag eine Folge und was. Ach, ich mache jeden Tag Folgen, bla 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 und hier und da und immer passiert doch was. Oh, was soll's? Ich will wieder keinen Kopf. Arschlecken. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und so, dann schreibt es mir, meldet es mir irgendwas. Und ich bin jetzt dabei, mir ein Intro zu bauen und ein Outro vom Video. Bin ich gerade dabei, alles schön zu machen. Ich hoffe, das wird auch bald klappen. So, und hier. Was ist denn das? Okay, gar nicht. Ach, hier, der wahrscheinlich gerade gemacht, diesen komischen Brunnen, der irgendwas abzieht oder so. Den komischen Brunnen und runter. Zack. Nein! Oh, fast gestorben. Aber nur fast. Ah, nur fast! Die Zuflucht, Solo-Verlies, oh schade. Der Prophet war einst ein gesunder und kräftiger Mann. Ein grauenhaftes Erlebnis ließ ihn erheitern. Ungeschwächt zurück, blind und kraftlos, der alte Penis. Du musst also wie wir auch nicht einfach eine Palme schütteln. Dann geht das auch wieder. Oder wie, oder was? Oder hier, die alte Titanfrau, die holt ihn mal einen runter. Ne? Hör mal. Oh, ich wäre ja noch schon lange nicht mehr gewesen, glaube ich. Ich glaube, wir haben einiges noch ausgelassen. Oh ja, oh ja, ja, ja. Ah, ich habe ein bisschen gepennt. Was soll hier noch? Sehen, Bücherregal. Aha. Was ist mit dem Rucksack? Klares, kaltes Wasser. So, Prophet. Oh, sie spielt die Gitarre. Gut, ihr seid in Sicherheit. Das Glück hat uns noch nicht ganz verlassen. Stimmt etwas nicht, Prophet? Trotz der vielen Tage der Meditation und des Hellsehens entzieht sich mir Sai-Sahans Aufenthaltsort noch immer. Die Projektion, die ihr in der Gießerei des Leids erlebt habt, zeigte ihn in großer Gefahr. Wenn wir ihn finden wollen, werde ich eure Hilfe brauchen, Entseelter. Wie kann ich euch helfen? Sai mag vor meinem Blick verborgen bleiben, doch Lyris bringt die Nachricht, dass ein Handlanger des Feindes in Davons Wacht lauert. Den Leuten liegt Furcht auf der Seele. Die Finsternis wandelt unter ihnen. Selbst ein Blinder merkt es. Es ist das Werk Mani Markus. Oha, wie kann ich helfen? Wenn es wirklich ein Scherge von Mani Markus Wurmkult ist, könnte uns das einen Hinweis liefern, der unsere Suche beschleunigt. Ach ja. Sucht diesen Agenten auf. Aber seid auf der Hut. Der Wurmkult ist ein Kult der Nekromantie. Und die Untoten sind furchteinflößende Gegner. Wie kann ich diese Schergen finden, Junge? Geht nach Davons Wacht. Sprecht mit Feduira Laren auf dem Markt oder mit Okay, dem Bettler. Alles klar. Von ihnen hörte Lyris die ersten Gerüchte darüber, dass Unheil in den Schatten lauert. Findet diesen Schergen des Bösen. Kehrt mit dem persönlichen Besitz zurück, den er bei sich trägt. Ich werde den Schergen finden und ihn zur Strecke bringen und alles zurückbringen, was er hat. Wie auch immer, sucht nach Davons Wacht. Durchsucht Davons Wacht. Bla bla bla. Komm, Odin, tritt mal ein bisschen in die Beine, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Steinfülle. Bing. Sehr schick. Ja, ein Schluck. Wir haben einen kleinen Tropfen gemacht. Oh, nee. In meinem Büro einen kleinen Tropfen. Junge, Junge, das gibt Ärger. Ärger vom Mutti. Ah, schnell weggewischt. Sieht keiner. So, zack. Weißt du was?
Hier, die habe ich noch, die 86. Ja, reisen wir schnell hin. Hallo, ihr Pfeifenköppe. Schnell nach Davos, wacht ihr reist. Solange kein Flugzeug abstürzt, geht alles schnell. Zack, und aufs Gaul. Gib ihm, Junge. Jungan. So, warte. Moment, ist das denn hier? Die Unerschrockenen. Betrete die Pilzgrotte. Nein, Steinfälle. Die Zaubermeister waren ihn und bla bla bla. Wo ist denn jetzt hier? Hauptgeschichte, da ist es doch. Da ist es doch. So, da hinten, da hingen er. Hier hinten haben wir noch die eine, die Verkäuferin. Quatsch erstmal die hier an. Hallo. Seit Kriegsbeginn war der Markt noch nie geschäftiger. Habt ihr eben Seltsames gesehen, der sich hier rumgetrieben hat? Lasst mich nachdenken. Ah ja, ein kaiserlicher, hochgewachsen, schroff, ziemlich flegelhaft. Er hat mich herumgeschubst, als ich auf dem Markt am Falschen war. Er ist dann zur Ostseite der Stadt gelaufen, als ich ihn zur Rede stellen wollte. Typisch. Kann ich ihn überreden? Kann ich noch nicht. Erinnert ihr irgendwas an deren in Bezug auf ihn? Er war unterwegs zu den Stallungen. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte ihn bis gerade eben völlig verdrängt. Ich weiß nicht, ob ich ihn wiedererkennen würde, falls ich ihn noch einmal sehe. Klasse, Mosi. Schade, dass ich noch nicht überreden kann. Was? Seit Kriegsbeginn war der Mann. Ich dachte gerade gerufen, warte, komm wieder her, aber war wohl nicht so. Naja, so, jetzt Gaul. Muss nicht so leiden. Ja, leide du. So, der Penner sitzt doch hinten irgendwo vor dem Turm. Da hängen er. Da sitzt er doch. Der Bettler. Ich wollte euch nicht um Münzen bitten. Ich bin kein Bettler. Ich schlafe nur lieber hier draußen, wo es warm ist. Ist euch etwas Seltsames in der Stadt aufgefallen? Wenn ich so darüber nachdenke, da lungerte gestern Nacht ein Zugereister in den verlassenen Stallungen herum. Ich habe nicht nachgefragt, was er dort wollte. Geht mich nichts an. Außerdem war er bewaffnet. Ich bin ja kein Narr. Einschüchtern! Nein, ihr seid ein Feigling, der einen gefährlichen Verbrecher laufen lassen hat. Das müsst ihr der Stadtwache melden. Hört zu, ich hatte keine Ahnung, dass dieser Mann von der Obrigkeit gesucht wird. Er hat doch nicht... Halt! Jetzt erinnere ich mich. Er hatte noch einen Mann bei sich, hager und bleich wie ein Geist. Aha. Sie haben die Tür zu einem Schutzkeller in der Nähe des Stalls geöffnet. Meint ihr, dass sie den Laden ausrauben wollten? Alles klar, dann werden wir uns mal hinbegeben. Da ist die verlassene Stallung. Alles klar, so zack, zack. Bestimmt da hinten oder da hinten. Oh, sogar hier in dem Gebäude. Guck mal einer an. Kiste, Dolch, nehmen wir mit. Sack, Rose nehmen wir nicht mit. Aber geh in den Keller. Das Refugium des Wurms. Manny Marco wurde aus den Psirikon verbannt, nachdem Varnes Glorion davon erfuhr, dass er verbotene Experimente oder Nekromanie unternahm. So ein Penis, Manny Marco. Was fällt dir? Was machst du da? Was tust du, Junge? So, da sind wir. Du suchst die unterirdischen Gewölbe. Ach, Kacke. Zombies. Alles voller Zombies. Mach dich weg, flieg dich hin, du. Oh, es hat der Stab drauf. Oh, nicht viel. Würde ich sagen. Was haben wir denn hier Feines? Nischt. Da ist bestimmt auch noch schon drin. Ja, Kaffee, komm. Ich nehme Mist. Sieht nicht so aus. Alles klar, dann gehen wir weiter tiefer in die Gewölbe. Gleich wegmachen. Zack. Und die Flammenschwerter. Bam. Leg dich hin. Bleib liegen, du. Oha. Was erwartet mich hier?
Zack, zack, zack. Bam, bam. Hinlegen, Junge. So, euch geht ihr mies ein aufs Maul. Eine miese Brise. Bam, ich hin, du. Kurz auf die Karte geguckt, die können wir einmal rummarschieren. Schieben wir erstmal hier rum, vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Ach, da ist der Lump. Ich geb dir gleich. Wo ist alles, was du hast? Drauf da, gib ihm. Prügel auf ihn ein. Und die Flammenschwerter und zack, und er ist weg. Und hat dabei nur 10 Gold, der Lump. Hier haben wir noch Tagebuch. Ne, wer es lesen möchte, kann Pause drücken und sich das gerne durchlesen. Aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Was haben wir hier? Cooles Zwiesprache. Was ist denn? Was hat diese Unterbrechung zu bedeuten? Warum tretet ihr mit mir in Kontakt? Es geht gar nichts an. Ich bin Abner Tarn. Der Meister und ich sind sehr beschäftigt. Das sollte besser wichtig sein. Moment mal. Ich kenne euer Gesicht nicht. Weist euch aus. Sofort. Wer? Ich? Ja, ich meine euch, ihr geistloses Geschöpf. Boah, ich kann euch überreden. Oh. Habt ihr mich etwa nur zufällig kontaktiert? Vergebt mir, mein Herr, ich kann nicht überreden. Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen, in einer solchen Weise mit mir zu... Wartet. Ihr seid gar keiner der Unseren, nicht wahr? Ich zeige mich interessiert. Ihr sprecht mit Abner Tarn, dem Oberbefehlshaber von Nibenai und Kanzler des Ältestenrats. Der kaiserliche Kanzler, was macht ihr hier? Berichtigt mich, sollte ich falsch liegen. Aber ihr seid mit mir in Verbindung getreten. Faszinierend. Ich frage mich, ob ihr nur ein verirrter Einheimischer seid oder mehr als das. Ich suche nach Scheicher Han. Ihr? Wirklich? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Rotwardone auch nur einen einzigen Freund hätte. Zumindest nicht in dieser Welt. Lasst mich euch einen kostenlosen Rat erteilen. Vergesst Zeiser Han. Selbst wenn ich euch verraten würde, wo er ist, so wäre ein Rettungsversuch Selbstmord. Dann wisst ihr also, wo er ist? Selbstverständlich. Aber denkt ihr wirklich, ich würde euch das verraten und riskieren, mir Manimakos Zorn zuzuziehen? Junge. Oh, der Herr dieses Orts kehrt zurück und er sieht nicht erfreut aus. Lebt wohl. Was? Ihr, geht da sofort weg. Komm her, du Lump. Oh, komm. Zack, zack. Gib dir gleich mal her, Junge. Das Prügel ohne Ende. Hier, zack, zack, zack. Befrei dich, Junge. Hau dir einen Drink rein. Zack, zack, zack. Bam, bam. Hinlegen. Und tot. Und auch nur 10 Gold. Das ist ein Lump. Klasse. Weil ich nicht überreden konnte, muss ich jetzt voll viel machen. Scheiße. Wie sieht das aus hier im Level Up? Oh, es dauert ja noch ewig. Und Punkte habe ich auch nicht. Kacke. Schwuler Mistikack. Na gut, dann müssen wir jetzt zurück. Ja, geht ja nicht anders, ne? Bleibt uns ja nicht standard. Was? Nee, ich mache hier gar nichts. Ich bin ja Solo-Spieler, Junge. Erstmal. Du kannst mal einen anderen Charakter einladen. Bei mich nicht jetzt. So. Oh, und wieder trampel ich in die Falle rein. Ich Idiot. Idiot. Wer hebt der auf und schlückt der ins Gesicht? Idiot. Ja, was soll's, ne? Seht zu. Seht zu. Seht zu. Ja, ich würde sagen, es wird wieder Zeit für einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mit einem gequatscht haben. Also, tschüss!